Hallo und herzlich willkommen und wir spielen Anna Cute. Und ihr habt gerade gesehen, also Tanz-Skills, Dance-Skills habe ich nicht wirklich. Die sind wahrscheinlich auch ziemlich unterentwickelt, denn ich war schon ewig nicht mehr in der Disco oder irgendwo beim Tanzen. Meistens sitze ich in meiner Freizeit hier in meinem kleinen Studio und nehme Videos auf, damit ihr euch meine Let's Plays anschauen könnt. Ich dachte mir, ich bringe euch mal wieder ein neues Spiel nahe und diesmal ist es Anna Cute. Das ist im Juli dieses Jahres, also wir reden vom Jahr 2016, rausgekommen. Kostet 14,99 auf Steam, ist ein kleiner Indie-Titel, hat 84% Metacritic-Score gekriegt und dadurch bin ich auch draufgekommen, denn bei Kotaku wurde es als einer der besten Spiele für Juli 2016 gewertet. Und ja, das gibt es leider nur für den PC, also wenn ihr eine Konsole habt, schaut ihr im Moment in die Röhre und ja, kann man sich auf Steam holen und es ist ein Protest oder im Englischen ein Riot Simulator. Wir spielen das Ganze auch im Englisch, ich weiß nicht, ob es das mit einer deutschen Sprachausgabe gibt, lasst uns doch einfach mal ganz kurz, jetzt wollte ich sagen, in die Einstellungen gucken, kann man aber gar nicht, man kann nur starten. Wir sind in Tokio, ich glaube nicht, dass das zu sehr auf Audiodialoge oder irgendwas setzt und wenn nicht, dann übersetze ich euch das. Ja, wir schauen uns das ein bisschen an. Wir werden das zusammen ein bisschen spielen, aber zwei, drei Völkchen oder so und dann machen wir Schluss. Ich mache da jetzt nicht keine 50-Episoden-Serie draus. Okay, ja, mit der linken Trigger bewegen wir uns, mit dem rechten Trigger steuern wir die Maus. Das ist soweit alles klar. Ruckelt ein bisschen, oder? Ruckelt's? Keine Ahnung. Hey, warum gehen denn die Find Your Friends? Warum gehen denn die Lampen aus, wenn wir da durchlaufen? Oh, Vorsicht, das ist eine Kamera. Vorsicht, das ist eine Kamera. Find your friends. Da ist ein Freund von uns und da ist noch einer. Und wir haben schon alle so so unscheinbare Krokodilmasken auf. Damit fallen wir doch bestimmt nicht auf. Jetzt schauen wir nochmal hier rum, ob hier hinten ein Freund ist. Nee. Press the view button to check the map. Ja, die Map sieht ja auch ist das gewollt? Das ist ein bisschen, sieht das ein bisschen verzerrt aus, oder? Ja. Gut, so da. Tokio, ja, ich war ja letztens in Tokio. Das hätte ich schon früher spielen sollen. Ich war doch letztens erst in Tokio. Wer das noch nicht gesehen hat, ich habe dazu zwei Vlogs gemacht, in denen ich so ein bisschen meine Eindrücke von Tokio schildere. Könnt ihr euch gerne anschauen. Den Bereich hier erkenne ich jetzt nicht wieder. Wobei, ich glaube, hier in dem Restaurant waren wir eventuell essen. Ja, ich will unbedingt wieder nach Tokio. Also es hat mir echt ganz, ganz gut gefallen. Wirklich, muss ich sagen. Da werde ich aber bestimmt auch nochmal hinkommen, denn mein Projekt, das dauert noch ein bisschen länger, bis wir damit fertig sind. Warum brennt es denn jetzt? Haben wir jetzt eine bengalische Fackel an? Können wir denn einfach so unbehelligt, ja, den Kameran... Ich glaube, die Kameras kümmern sich im Moment noch nicht um uns. So, dann mal hier war ja... Ach, jetzt haben die alle Schilder in der Hand. No free was? Jetzt sind die Schilder weg. Jetzt wollte ich gerade die Schilder lesen. Ah ja, jetzt lass doch mal die Schilder lesen. Go free... Free was? Gegen wen protestieren wir denn? Ah ja, Hauptsache protestieren. Ich hoffe, wir protestieren gegen Donald Trump. In Tokio. Gegen Donald Trump kann man immer protestieren, egal wo man ist. So. Ich probiere ja, meinen Channel relativ unpolitisch zu halten, aber ich fühle mich verpflichtet, da jetzt auch mal was zu sagen, denn ich wohne ja in den USA und das geht gar nicht. No Trump. Sollte ich mal mehr auf meinem englischen Channel sagen. Ich habe jetzt einen englischen Channel gelauncht. Da spielen wir im Moment nur Kentucky Road Zero. Also wer den Michael mal Englisch sprechen hören will, der kann gerne da mal einschalten. Ja, wenn... Das könnt ihr mal gut zuschauen, Leute. Wenn der Trump gewählt wird, dann wird das nämlich genauso abgehen, ja. Das sage ich euch. Der meint das ja nicht so. Nö, der meint das nicht so. Natürlich, klar. Scheißegal, wie der Typ das meint, der sagt's. Sorry. Ich habe gerade eine Trump-Doku oder irgendwas geguckt gehabt. Ich glaube, das hat mir nur ein bisschen mitgenommen. So, Anna. Ach, jetzt haben sie die alle. Ach, Mann. Jetzt haben sie die. Hä, jetzt fangen wir wieder von vorne an, oder was? Capture the Flag. Capture the Flag kenne ich aber nur aus Multiplayer-Spielen. Mash A to attack. Also, das könnte. Okay. Ich dachte, wir sind hier friedliche Protester. Wir haben doch hier die netten Tiermasken auf. Okay. Also Krawallprotester. Also das finde ich aber auch nicht gut. Das finde ich aber auch nicht gut. Aber gut, okay. Ist so ein bisschen Action-Adventure, ha? Huh? Macht mir so ein bisschen Eindruck. Rioters can pick up objects. Ah. RT throw objects. Ah, das war jetzt nicht so. Okay, was haben die denn? Ach...
Ach, die nehmen, okay, man drückt A und dann, ah, jetzt verstehe ich es. Man drückt A und dann nehmen sie halt alles auf, was sie so finden können. Und dann RT und dann schmeißen sie. Ja, beschmeißt ihn. Ach, die, ich glaube, die heben es automatisch auf, ne? Ja, die heben es automatisch auf. Du brauchst gar nicht A drücken, Michael. Ich find's jetzt schon gut, Ah, das finde ich immer toll an meinem Let's Play-Channel. Ich wär auf solche Spiele gar nicht draufgekommen, wenn ich nicht Let's Playen würde, weil dann würde ich mir nicht auf Kotaku noch durchlesen, ach, was kommt denn sonst noch so raus? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe da jetzt halt ein viel offeneres Auge für aktuelle Neuerscheinungen. Oxenfree kann ich ja immer noch empfehlen. Ja, irgendjemand, den einen oder anderen Zuschauer hängt es wahrscheinlich schon zum Hals raus, dass der Michael immer von Oxenfree redet. Aber wenn ich nicht Let's Playen würde, wäre ich da auch nie drauf gekommen. Wir können die Kamera so ein bisschen hoch und runter steuern, by the way. Ja, jetzt komm, verprügelt den halt einfach. Ja, okay, dann... Ah! Na, jetzt ist er weg, oder? Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Was zeigt denn das da unten, da links an? Links, glaube ich, das zeigt, ja genau, das zeigt an, wie viele Rioter wir sind. Umso mehr, umso besser. Das ist aber auch gefährlich. Er baut den hier einfach so Laserstrahlen mitten auf die Straße. Gerade so, dass man dazwischen passen. So, wir werden erstmal alle beschmissen hier. Come on, beschmeiß die und hau die ihm auf die Mütze. Jawoll. Jawoll. B, B and S. S ist gut, ne? Awesome. You won one coin. You'll soon find a useful. Okay. Ah ja, und die Rioter nehmen jetzt Tokio ein. Go Riot, go back. Go Riot. Auf geht's. Das Spiel heißt ja nicht Go Back, Spiel heißt ja Go Riot. Nee, das Spiel heißt, wie es spielt? Anarchute. Breaking News. Das ist anscheinend der Böse. Ach, der sieht genauso aus. Also das habt ihr aber... Also natürlich, A sieht es ein bisschen aus wie Star Wars und B sieht das auch ein bisschen aus wie... Ich spiele auf dem 3DS zurzeit immer so ein Street Pass Spiel. Wie heißt denn das? Ah, da fliegt man so ein kleines Raumschiff. Jetzt ist halt echt viel auf dem 3DS. Der ist echt ganz nett, der 3DS. Run a Street Pass. Entdecke ich auch früh. Wie lange gibt's denn jetzt schon? Ich trinke gerade noch einen Kaffee, damit ich ein bisschen wach bleibe. Denn heute ist, was ist denn heute? Montagabend. Ich bin auch noch relativ fit. Ja. So. Okay, jetzt müssen wir 3 Flags capturen. Ja, erstmal hier wieder Objekte einsammeln. Was ist denn das? 1000 Tonnen, okay. So, auf geht's. Hier nicht schlafen. Riot. The Riot Bar shows how many Rioters. Ja, das haben wir selber schon rausgefunden mit The Nut. Okay, ja. Bla, 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 bla. Okay. Ja, haben wir ja verstanden. Wir müssen relativ viele Rioters sammeln und mehr Rioters sind mehr Power und wenn wir Rioters verlieren, ist es schlecht und wenn wir keinen Riot im Arm haben, wir verloren. So, das war die Zusammenfassung. Irgendwas mit B heißt's. Hold and charge. Ach so, jetzt versteh ich's, okay. B halten, dann chargen die sich auf, was laden die sich auf und dann... So, und wahrscheinlich müssen wir die 1000 Tonnen da über die Minen jagen, oder? Naja, das sag ich euch. So, dahinter müssen wir, Leute. Da hinten sind unsere Freunde. Come on, es ist auch ein bisschen auf Zeit, ne? Ist ein bisschen auf Zeit, wie der Stromberg sagen würde. Ist ein bisschen auf Zeit, ne? Herr Stromberg, haben Sie da die Lösungen liegen? Nee, aber da gucke ich ja nicht drauf. Ich bin ein riesen Stromberg-Fan. So, weg von den Minen. Rennt ja nicht in die Minen rein. Brauchen wir das Gewicht noch? Nee. Kommen wir jetzt einfach so durch, oder? Na, bevor wir da hinten reinlaufen, schieben wir es lieber nochmal vor uns her. Die 1000 Tonnen. Wenn ich es nicht so blöd... okay, wir kriegen es noch rum. Haben wir jetzt einen von unseren... Nee, wir haben nicht einen von unseren Rioters Blatt gemacht, ne? So, schauen wir mal, ob es da durchpasst. Ich glaube, das kriegen wir da nicht durch, Leute. Das kriegen wir da nicht durch. Oh wei. Ja, sie können sich schon noch so durchquetschen. Das Blob, der Blob-Sound ist ja auch niedlich. So, okay, weiter geht's hier. Oh, Godzilla, oder? Ist das ein Teddy-Godzilla? Sah ein bisschen so aus. Storm to push them away, okay. Bam, jawohl, schön in die Minen. Explodieren denn die Autos auch? Come on, bewerf die mal hier. So, sehr gut. Und schnappt euch wieder was zum Werfen. Auf geht's. Krawall.
Dash with X. Ah, Scharfschützen. Das ist ja auch... Was ist denn das für krasses... Also die anderen schmeißen... Und die anderen haben da Scharfschützen auf den Dächern. Also das ist ja... Das ist ja auch fast kein... keine Demo mehr. Das ist ja schon ein Bürgerkrieg, würde ich sagen, eher, oder? pick up... Oh, they can pick up cars. Okay. Und die Cars schmeißt man dann mit LT. Ah ja, got it. Und was ist der Button? Ah ja, dann kriegen wir mehr Cars. Ah, okay. Okay, RT ist quasi so, da schmeißen sie die kleineren Teile und mit LT schmeißen sie halt die Cars. So, capture the flag. Die haben wir doch, oder? Haben wir die nicht? Warum haben wir die nicht? Haben wir doch. Ich glaube, die haben wir. Okay, wir müssen, glaube ich, nochmal da so ein... Naja, oder vielleicht können wir... Irgendwas müssen wir wahrscheinlich nochmal auf die Minen schmeißen. So. Oh ja. Oh, oh, oh. Schmeiß den Dieseldruck. Jawohl. So, verprügelt die einfach. Auf geht's. Verprügelt die. So, jawohl. Jawohl. CBS. Mein Rating wird immer schlechter hier. 3,5 Minuten. Ja, aber unten steht brillant. Okay, wir haben schon wieder eine Coin gekriegt. Keine Ahnung, was wir mit der Coin machen können. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel geht, Leute. Also, ob das jetzt hier, keine Ahnung, 15 Euro, ja, würde ich schon eine gewisse Länge erwarten. Sagen wir es mal so. Ist ja auch nicht das günstigste, ne? So, ich gebe den auf die Mütze. Ach, das Auto schmeißt ja mit LT. Oh, da haben sie schon, jetzt wird es schon schwerer. Jawohl, so. Hä? Warum können wir denn das Tor hoch machen? Das werden wir vielleicht gleich rausfinden. Oh, das ist der... Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Darth Vader und Ninja. Ninja. Ja, ich bin so ein bisschen unsicher, warum wir das Tor hoch machen können. Okay, also aus der Void Zone sollen wir wahrscheinlich einfach draußen bleiben. Jawohl. Da geht er down. Weiter geht's. Ja, warum wir das jetzt hoch machen konnten, keine Ahnung. Was ist das denn? This is your frenzy bar, okay? The bar fills when you hit an enemy. When it's full, you can press B for Super Stomp or X for Super Dash. Press X or B. B. Ah, okay. So, das ist einfach nur zum Üben, ne? Da können wir die Frenzy Bar quasi auffüllen. Okay. Ja, langsam wird es von der Steuerung etwas komplexer. Langsam kommt der Michael auch schon durcheinander mit, worauf er drücken muss. So, da müssen wir das Auto gegenschmeißen, ne? Ja. Und dann müssen wir da nochmal das Auto gegenschmeißen. Okay, das ist Gott sei Dank einigermaßen... Okay, weg. So, da kann man auch gut rausdashen. Das habe ich eigentlich gerade ganz schön gemacht. Muss ich mir mal selber loben. So, da ist so ein 1000-Tonnen-Teil. Ich glaube, wir gehen aber lieber vielleicht erstmal da lang, ha? Ach, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, aber wir sind da nochmal gut durchgekommen. So. Bam, jawohl. Macht das eigentlich uns auch Damage? Oh, oh, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. So. Ich würde gerne nochmal da hinten rum. So, dashen. Jawohl. Und zwar würde ich das nochmal gern hier. Bam. War das jetzt gut oder schlecht? Keine Ahnung. Pullen wir die mal. Ja, wir können die auch hier rüber pullen. So. Das war ein netter Effekt. So, schnell hier durch. Okay, läuft noch ganz gut, würde ich sagen. Den beschmeißen wir mal direkt. Oh, oh, oh. Jawohl, Auto auf den schmeißen. Und ruff, ruff, ruff. Und weg, 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 Leute. Und ruff. Werden die geheilt irgendwie? Sieht mir so ein bisschen aus, als wenn die geheilt werden, ne? Habt ihr noch was zum Schmeißen? Oh, oh. Und weg. Oh, 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 oh. Wir haben schon ganz schön viele Rioter verloren. Aber das war's, oder? Ja, sieht so aus. Jawohl, liberated. Es wird immer schlechter, BCS.
Naja, wer neu bei mir auf dem Channel ist, der weiß, der Skilligste bin ich nie. Also man darf hier keine Rekorde von mir erwarten. So, weiter geht's. Ich würde sagen, die Map machen wir. Diese Map clear mal. Also werden es jetzt nicht super anzieht vom Schichtgatz. Kurochoki. Ja, auf geht's hier. Capture the flags, destroy the brainwash portal. Brainwash portal ist ja auch nett. So, drauf gleich mal. Jawohl. Die Musik ist echt ganz gut. Ich hatte auch gesehen, man kann einen Soundtrack dazu kaufen. Weiß ich jetzt gar nicht, was der Soundtrack kostet. Aber da dachte ich mir schon, Soundtrack? Da muss ja die Musik... Die werden ja keinen Soundtrack anbieten, wenn die Musik nichts hergibt. Jawohl, sehr gut. Mehr Rioters wäre mal ganz gut. Und mehr zu werfen. Wie viele Rioters haben wir denn? 7 nur. Und einer ist anscheinend schon was angeschlagen, deswegen blinkt so rot. Okay, die sind alle im Käfig. Kriegen wir die denn raus irgendwie? Ein Stomp können wir noch nicht aufladen. Ah ja, jetzt. Ah ja, können wir einfach rausprügeln. Jawohl, auf geht's. Jawohl. Mash to take down buildings. Ach, mit Y oder wie? Ja, mit A ging's aber jetzt auch. Ah, okay. Alter Schwede. Es ist ja auch eine Art zu demonstrieren hier. Also. Das sind wie die. Wie heißt es denn? In Deutschland gibt's doch diese Montagskrawalle, oder? So, ja, die Buildings haben wir jetzt alle kaputt gemacht. Nur wie kommen wir denn weiter? Aber wir müssen hier lang. Ah ja, jetzt rennen sie einfach hier durch. So, beschmeißt die erstmal drauf. Na, Mist, den Powerstomp hätte ich nicht mehr anwenden brauchen, aber gut. Jawohl, der eine hat auch gleich ein Auto dabei. So muss das sein, ja. So, dashen. Oh, wir könnten auch... Können wir denn jedes Billing runter kaputt machen? Ich glaube schon, ne? Das heißt, wir könnten auch, jawohl, können wir auch die kaputt machen, wo die Sniper draufstehen? Oh, Michael, da sind auch Polizisten. Hau die mal blatt. Ja, ja, wir könnten auch die kaputt machen, wo die Sniper draufstehen. Naja, gut, okay. New Animal Raccoon. Was macht denn der Raccoon? Greift er die an? Wahrscheinlich, ne? Ja, kriegen wir das denn kaputt? Nee. Nee, das kriegen wir nicht kaputt. Nee, da müssen wir da hinten lang. Okay, wir müssen da durch. So, drauf, 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 drauf. Und weg von dem Laser. So, oh, das ist aber auch knapp. Die sind aber auch zum Teil langsam, die Kollegen hier. So, bringt uns das denn was, wenn wir das Haus da irgendwie wegmachen? Nee. Dann warten wir jetzt auf durch... Ach, dashen. Wir können ja dashen. Mann, da habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen. So, was bringt uns denn jetzt? Okay, wir können uns da draufstellen und geht dann das Tor auf. Ach, ich glaube, man muss sich nur einmal da draufstellen, dann geht das Tor auf. Was uns das bringt, ja okay, dass wir jetzt wahrscheinlich nur einen Laser umgehen müssen. So, und dadurch... Ah, warte nochmal ab. Und, ah, shit. Scheiße. Voll in den Laser rein, ey. Sehr gut, Michael. So, jetzt durch. Ich würde mal gerne was auf die Minen schmeißen. Naja, okay. Oh. So, schön beschmeißen den Kollegen hier. Ob der hat's noch nicht. Da habt ihr doch noch mehr zu schmeißen. Und weiter. Drauf auf die. Oh, das Auto. Ah, jetzt haben sie das Auto auf die Mine geschmissen. Ich wollte eigentlich das Auto da hinten auf den Pulk schmeißen. Okay. Na, wir warten noch einmal. Okay, und durch. Ah, weg. So. Zwei sind noch da. Ne, einer, oder? Und Power Storm. Habt ihr noch was zu schmeißen, Kollegen? Schmeiß doch mal. Na, wir haben nichts mehr zu schmeißen. Weg. Und drauf. Jawohl, das war's. Yay. CBS. Naja, ich halte mich mal auf meinem schlechten Niveau. Final Rank Brilliant. Klingt ja immer noch gut. Brilliant bin ich mir zufrieden.
Ach ja, guck mal. Ach, jetzt neues Tier ist nur die Maske wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Haben die Fähigkeiten wahrscheinlich nicht? Nee. Was mit den Coins erklären sollen, sind wir noch nicht. Eine würde ich sagen, spielen wir noch, Leute. Und dann machen wir mal Schluss. Dann denke ich, wir werden es definitiv nochmal spielen. Das wäre auch eigentlich ein schönes Spiel mal für einen Stream, oder? Ja, aber zurzeit spielen wir im Stream Sherlock Holmes. Nächste Folge wieder nächsten Samstag. Jeden Samstagabend so ab 7, 8 ungefähr, wie es mir gerade rausgeht. Da steht oben ein Sniper drauf, ey. Na, die Bude, das Haus kriegen wir nicht runtergeholt. So, aber schmeißt immer mit allem, was ihr habt. Oh, weg da. Und ruff, 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 ruff. Ah, okay. Sehr gut. Genau, jeden Samstagabend. Und zurzeit spielen wir immer Sherlock Holmes. Und zwar das neue Sherlock Holmes. The Devil's Daughter, glaube ich, heißt. Und letztes Mal haben wir den ersten Fall gespielt und beim nächsten Mal spielen wir den zweiten Fall. So, ruhig beschmeißen. Hey, haben wir unsere Superpower verwendet gehabt? Ach shit, weil du die ganze Zeit X drückst, Michael. Aus Versehen habe ich die ganze Zeit X gedrückt. So, habt ihr noch was zu schmeißen auf die Kollegen? Jawohl, drauf. Und drauf, sehr gut. Come on, verprügelt die. Drauf, 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 drauf. Jawohl. Ah, jetzt sehe ich das auch erst. Wir kriegen den Building Takedown erst, wenn wir genug Rioter haben. Ja, das war euch wahrscheinlich ja schon allen klar, aber der Michael hat es schon wieder nicht gecheckt. Jetzt verstehe ich das. Und irgendwas kriegen wir später noch. Sieht so ein bisschen aus wie Molotov-Cocktail oder so. Warum jagt es denn die Mine nicht in die Luft? Wir haben da ein Building draufgeschmissen und trotzdem jagt es die Mine nicht in die Luft. Also bitteschön. So, jetzt können wir uns doch einfach auch hier unser Weg hier durch... Nee, können wir anscheinend nicht. Okay, drauf. Jawohl. So, jetzt warten wir nochmal, bis der Laser abgeklungen ist. Und der schon wieder durch. So. Jawohl, sehr gut. Ich möchte mal gerade schauen, da können wir doch jetzt durch, oder? Können wir da nicht durch? Das gibt's doch nicht. Wir haben das ganze Building hier kaputt gehauen. Oh. Gut, dann gehen wir halt da lang. Dann gehen wir halt außen rum. Achso, da waren wir schon. Achso, die ist ja schon rot. Okay, da waren wir schon. Gut, wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich da hinten lang. Wahrscheinlich hier lang. Ja, ja, da sind unsere Kollegen. Wir demonstrieren anscheinend gegen hier den Oberherrscher, gegen den Darth Vader. Und jetzt werden wir wahrscheinlich seine Statue, genau. Oh, das sieht er gar nicht gerne. Sehr geil. Da ist gleich hier die Alarmanlage mit eingebaut. Und gleich beschmeißen hier. Gleich beschmeißen, Scheißbullen. Ich entschuldige mich dafür. Ich gehe da gerade ein bisschen zu sehr in dem Spiel auf. Das möchte ich natürlich nicht hier. Ich möchte hier natürlich keinen zu gewaltsamen Protesten anheizen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. So, auf geht's, auf. Es war mir am Anfang schon, also, es ist mir schon sogar unangenehm, hier diese Gegner Polizei zu nennen. Da fühle ich mich schon schlecht. So. Wir nennen sie anders. Wie nennen wir sie denn? Straßenverwaltungsamt, genau, das ist das Straßenverwaltungsamt. Ja, super, ich will ja auch nicht zur Gewalt gegen das Straßenverwaltungsamt aufrufen. Ja, aber trotzdem. Das Straßenverwaltungsamt und das hier ist der Vorsitzende vom Straßenverwaltungsamt und wir sind aus dem Haus nicht damit einverstanden, wie die Straßen hier, in welchem Zustand die sich befinden. Das seht ihr ja, also es geht ja mal gar nicht. So, und dagegen muss demonstriert werden, da muss hier... Jetzt haben wir auch noch eine Bombe. Sprengen die alles in die Luft mit den scheiß Schlaglöchern hier. Das geht ja gar nicht. Ah, wir sind aber nicht genug Leute, oder? Ich glaube, wir können die Bombe nicht einsetzen, ne? Oder? Oder? Ja, ich weiß jetzt nicht. Haben wir jetzt die Bombe eingesetzt oder haben wir einfach nur das kaputt gehauen? Keine Ahnung. Okay, das soll es mal gewesen sein für diese Folge. Beim nächsten Mal machen wir weiter und irgendwann wird uns ja hoffentlich noch erklärt,
für was wir diese Goldtaler verwenden können. Ob wir da noch irgendwelche Power-Ups kriegen, das wäre schon noch ganz cool. Ach ja, seh mal an, genau jetzt wird uns das noch erklärt, dann machen wir das doch noch. Schauen wir es uns zumindest ganz kurz an. Wir können irgendwas kaufen. Heavy Ride, Stronger and Wider Stomp Area. Ja, genau, da kann man sie jetzt quasi aufleveln oder Talente verwenden. Ach ja, Projectiles my bones towards another enemy. Das ist gut, das will ich. Das ist ja auch süß gemacht. Und dann The Rioters Walk Faster. Das ist auch gut. Ah ja, und das ist aber auch auf dieser Bahn, ne? Ihr seht das schon links wieder, da brauchen wir, das schalten wir auch wieder nur frei, wenn wir eine bestimmte Menge an Rioters haben, außer das anscheinend. Das ist anscheinend immer frei. Ah, jetzt verstehe ich das. Wir können nur entweder das oder das. Na ja, gut, Michael, dann hättest du vielleicht nicht zwei davon jetzt genommen. Naja, gut. Okay, wir nehmen das finde ich gut. Okay, das testen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Was ist denn das jetzt? Volunteers. Ach ja, da können wir jetzt quasi... Ah, I get it. Können wir denn alle auswählen? Nee, können wir nämlich nicht. Oh, okay, dann möchte ich... Den möchte ich nicht. Der ist nicht so gut. Den möchte ich. Jawohl. Sehr gut. Ich finde es super. Gefällt mir sehr gut. Werden wir bestimmt nochmal spielen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, es war vielleicht was Unbekanntes, das ihr noch nicht auf dem Schirm hattet. Und eventuell schaut ihr es euch jetzt auch näher an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel schon kanntet, wie ihr das Spiel findet, ob ihr es euch jetzt vielleicht holt oder ob ihr es schon gespielt habt und total langweilig findet. Wenn euch mein Video gefallen hat, bitte immer gerne liken, kommentieren, teilen, alles weitersagen hier und natürlich abonnieren. Zurzeit ist es, ich habe es jetzt schon 100.000 Mal gesagt, aber zurzeit ist echt Flaute. 2 Wochen lang Zero, also ich krieg 2 Subscriber, ich verliere 2, ich glaube. Das war's einfach, es war mein kleines Flämmchen, am YouTube-Himmel, oder wie will man das denn ausdrücken? Ich will gar nicht sagen, eine steile Karriere. Aber ich habe mal ein paar Subscriber gekriegt. 262, glaube ich, war die Spitze. Und das war's jetzt vielleicht auch schon. Aber wie gesagt, vielleicht bist du ja neu auf dem Channel und hast das Video bis zum Ende geguckt. Und vielleicht hat es dir gefallen. Dann hau doch bitte auf den Subscribe-Button. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.